Heute möchte ich mal etwas ganz Persönliches von mir erzählen, weil ich finde, das ist wichtig, dass wir jetzt uns alle ein bisschen mehr zeigen und uns mehr öffnen für das, was wir wirklich sind. Ich war gestern auf einer Geburtstagsfeier bei einem lieben Freund, den ich schon viele Jahre kenne, und dort waren ganz viele sehr bewusste und sehr liebevolle und sehr authentische Menschen. Und das habe ich so genossen, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Es war so schön, dass ich, als ich dann abends nach Hause kam, gar nicht so richtig schlafen konnte und wollte und immer noch in dieser Energie so war, mit dem, eigentlich im Gruppenbewusstsein, mit den anderen zusammen, im Wir-Bewusstsein. Das hat richtig gut getan. Und als ich dann morgens aufgewacht bin, habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt. Und das war ein komisches Gefühl, weil ich das lange nicht mehr hatte. Weil ich in letzter Zeit mich so wohl mit mir selbst gefühlt habe und immer mehr in die Selbstliebe gegangen bin und mich so vollkommen gefühlt habe. So rund, so ganz. Und dadurch, dass ich dann diese Gruppe so wahrgenommen habe, und mich dann am nächsten Morgen dann eben einzeln wieder fühlte, habe ich den Kontrast gespürt. Den Kontrast zwischen diesen beiden Gegensätzen. Und dadurch kam ein bisschen Einsamkeit auf, ein bisschen Alleinsein. Und ich habe es dann einfach mal reingespürt und das einfach zugelassen. Und das war schön, das zulassen zu können. Und es kam ein bisschen Tränen, aber so ganz leicht. Und das hat gut getan, das einfach fließen lassen zu dürfen und herauslassen zu dürfen, fühlen zu dürfen. Und dann ging es ganz von selbst, so ganz langsam, wieder in eine neue Balance, die mich dann noch mehr erfüllte als vorher. Ich habe mich dann an meine liebe Dana erinnert, mein Yin Spirit Guide und an mein Natushuhin, mein Yang Spirit Guide und habe mich wieder vollkommen gefühlt, weil in dieser Einheit, die ich spüre mit meinen Spirit Guides, bin ich bereits alles und merke, ich brauche niemanden. Und doch, es ist dann schön, wenn wir uns sehen und wenn wir uns berühren und uns austauschen. Und diesen Austausch habe ich dann sehr genossen mit einigen lieben Menschen, mit denen ich in gutem Kontakt stehe. Ja, das ist eigentlich alles. Ich möchte das einfach mal teilen, weil ich es wichtig finde, Gefühle zu fühlen, sie zuzulassen, durch einen Prozess auch durchzugehen und dann zu schauen, was möchte sich daraus entwickeln, was kommt am anderen Ende dabei heraus. Das ist unser Weg, den wir gehen.